Odi, Odi, yeah. Happy Hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor. Hula-Paloo, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hula-Paloo, was gehört denn da dazu? Macht man beim Hula-Paloo vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hula-Paloo die Sterne da sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Du hast du gesagt und pfuh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula Paloo. Hula Paloo, Hula Paloo. Was ist denn Hula Paloo? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hula Paloo? Was ist das? Bitte sehr. Ich glaub nur Hula Paloo ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, was ist schon dabei? Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Odi, 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 eh. Du hast du gesagt und pfuh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula Paloo. Du hast du gesagt und pfuh, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula Paloo. Odi, 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 Hula Paloo. Odi, odi, odi. Odi, 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 to the good part. Yeah.
there's a good part, then I hope it's not far cut, 'cause I thought it'd be today. I napped on campus and I smoked at dances, but it didn't feel so good. Huh? Da musst du rumwascheln. Wahrscheinlich auch so ein Streiferer an der Kamera nur vorbei. Jawohl! Leck mir aus! Da! Da ist ein Spitzel! Das ist eine brutale Aufnahme! Da ist ein Spitzel!
Lass den Baum dran. Schön, dass ihr alle gekommen seid zu unserer ersten Tanzprobe heute. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Der Flo Hutterer und der Max, die sind unsere Tanzlehrer. Den hört sich da nachher bitte gescheit zu. Ja, also auch von uns nochmal. Also wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt, wir hätten ein paar Vorschläge. Wir haben bloß nicht mal ein bisschen gerätselt. Letztes Mal beim ersten Mal haben wir schon drei Dance gemacht. Ja. Wir haben uns bloß irgendwann mittendrin mal aufgesteckt, glaube ich. Und dann mit Fußstab, so lange wir zusammen. Ja, mal. Gleich nach innen gehen, gleich nach innen gehen. Zu meiner Person, ich bin der Hausierer, ich mag es da auch, der Verkaufsmann, und schaut, dass das anständig verkauft wird, das wohnt anständig Frauen. Und ganz herzlichen Dank beim Burschenverein, dass wir 8 Hochsupfer in 3 Bier mitgemacht haben. Das ist mein Ausdruck ein bisschen auftoppig, das ist ganz gut. Also, Leute, seit 2 Minuten der Brauereiführung. Jetzt gehen wir schnell kurz zur Brauerei. Wir stehen hier vorne, das wo unüblich ist. Wir vor 5 Jahren bei der Brauereiführung, es hat sich fast nichts geändert, dass ein paar neue Gesichter dabei sind. 8 Jahre im Folgejahr ein gutes Ehrenpreis wird. 400 Brauereien machen wir bei DLG mit in Deutschland. Und von den 400 Brauereien kriegen dann Nummer 16 in den Bundesehrenpreis. Den haben wir 8 Mal im Folge, das sind einmal die erfolgreichsten. Haben wir den gekriegt, haben wir ganz stolz drauf. Und 2012 sind wir
Brauerei des Jahres waren. Das heißt, von den 16 Brauereien, wo da eben noch den die Sonderauszeichnung in Berlin drum verlieren können, kriegen dann noch den goldenen Platz und den haben wir 2012 geschafft. Und da sind wir recht stolz drauf. So, jetzt gehen wir zum Bierbrauen. Das Wichtigste beim Bierbrauen, wir brauen natürlich, das war heuer 500 Jahre alt, jetzt noch einen bayerischen Wein jetzt gemacht. Nichts Deutsch, bayerisches, weil wir schon geboren haben, das Gesetz erfunden, sage ich jetzt einmal. Bayerisches Einheitsgebot heißt, wir dürfen nur rein dort, weil das ist entstanden, weil da haben wir früher Vogelbeeren, da haben wir Vogelwild, sagen wir jetzt einmal, alles eingeschmissen, rostige Nägel und so und so und so, weil das Bier schmeckt damals und dann haben die irgendwann einmal gesagt, halt, stopp, jetzt müssen wir ein Gesetz machen, weil da viele Jahre war halt nicht so bekömmlich, die haben halt, sagen wir mal, Durchfall gekriegt und sämtliche andere Sachen. Das ist unser Flaschenautomat, wir haben da eine Arbeitskraft, die ist da den ganzen Tag und sortiert die Flaschen aus. Die schaut nur mehr aus, eine kleine Flasche, hat einen Sprung, sind Mertelspitzer drauf, ist draufgemeißelt worden und so die Sachen. Da sind die Flaschen gleich Bier weggeschmissen. Ich habe einiges an Maurerbier, die trage ich auch, die Tragen kommen auch gleich weg, kannst du nicht mehr hinnehmen, weil du kriegst die Weißelfarbe und das zeigt nicht gescheit runter. So, jetzt am Schluss, ich hoffe, wenn Fragen sind, fragt es mich drüben im Preisschirm, weil ich bin ja noch da. Hast du schon die erste Frage? Du willst fragen, weißt, ob die Schweinsack schon fertig ist. Du hörst ganz leise, ich habe heute vorhin so schon gehört. Jetzt hier die Schweinsack auch schon gehört. Also die sind fertig. Am Schluss will ich auch vom Weg gehen, mich auch immer bedanken dem Sinne hier, dass wir das zweite Mal als Burschefest liefern dürfen. Ich hoffe, dass wir wieder so ein gutes Fest hinbringen wie das letzte Mal, weil das letzte Mal so super hingehauen, war alles in Ordnung, habt ein sauberes Fest gemacht, das wird diesmal genauso gut. Das Wetter muss wieder so gut sein, im Fest Sonntag, das war traumhaft. Und beim Bier und Zapfen, immer das Bier, dass jeder sauber passt hat. Schaut mal her, das ist eine alte Katakombenburg da. Das ist aber ein Stahl, da ein bisschen was ab, das will ich euch mega mitgeben. Wenn ihr jetzt ein paar Sachen gesehen habt, wo der Gutsauer Präsel, das gehört dazu. Das sind alte Katakomben, das sind über 100 Jahre alt. Das ist einiges an Bier schon braun haben. Und dann seht ihr es auch, dass das handwerklich braut wird. Weil viele wissen es gar nicht mehr, dass ein Bier ist ein totales Handwerk. Ich weiß ja, ihr habt ein Scheißbier in der Hand. Und da sind wir schon beim Thema. Und das, Leute, das müsst ihr hier sehen, Brauereien. Private Brauereien unterstützen, die ein gescheites Bier machen, die müssen unterstützen, nicht das Zeug, das von Norddeutschland herkommt. Denkst du, das ist ein Kulturgut. Genauso wie der Maibaum, wie der Burschenverein, wie unsere Trachtenverein, die Musikkapelle, unser schönes Landl in Bayern. Da dazugehört, gehört das Bier dazu. Deswegen können wir das nur bei euch in der Jugend in die Köpfe einbringen, allein das unterstützt die hiesigen Brauereien und das Club von weit weg, weil wir haben ein handwerkliches gescheites Bier und das ein Kulturgut ist. Und jetzt geht es um mit der Schweinsachs. Weißt du? Jetzt geht's los.
Ciao. Dann 2 Meter Licht in Richtung nach dem Pflasterkanten. Auf der einen Seite ist mit der Schnur ausgerichtet, dass wir gerade sind und dann an jedem mit der Wasserflasche nicht umgefallen. Aber da brauchen wir nicht kurz bleiben, weil das geht sonst nicht. Ja. So. Wir sollen sie ja ewig aufmachen. Nein, der Zwilling macht das Gattel. Da ist jetzt die Fläche. Ja, okay. Aber hinten die Wand gleich aufmachen und. Da müssen wir aufhalten. Weil der Besmer hat uns auch die obere Palette als eigene aufgeschrieben. Das sind ja über die Picke, hä? Da ist eine. Da werden wir noch. Du musst ja lauern, wenn wir mal hinter dir steht der Kamera. Ja, das wissen Sie. Ja. Warst du schon so, oder? Nein, wir beide. Das waren das Ding. Und Ribi, passt, oder? Was soll ich sagen? Wenn der Riss genauso geht. Servus! Ich kann heute nicht mehr. Wieso? Ich bin miert. Warst du in der Bar, Seppi? Was sagt der Koch? Ja, Seppi. Sensationell. Grill haben wir wieder, die Weltmeister. Macht der Jäger. So. Cool ist das. Können wir nur brutale Sachen rausbringen mit sowas. Wenn wir nur mit Top-Leuten zusammenarbeiten dürfen. Ich wollte es ja gar nicht. Also wieder meine Ehre wissen, wenn du von der Hochzeit jetzt eigentlich gar nicht schaufe. Da musst du jetzt warten. Gut, perfekt. Wir verstehen uns. Das ist euch. Mir darf es ja nicht frisieren, aber mein Vater. Ach so.
Seppi, da hört mal Seppi. Achso, das war der Seppi. Hallo Vorstand. Nein, jetzt geht's. Hey, filmst du das Ganze, oder? Ja. Sag mal Hallo Video. Ich will wirklich Gespräche, was gestern war. Was ist dein Steckerfisch-Video? Sehr gut. Was aber eigentlich so genau? Wieso? Um was geht's? Nein. Aus Gaudi gemeint. Kein Problem. Da verstehen wir keinen Spaß. Mischte Knödel gibt's, Kartoffel und Grazsalat. Schauen wir mal. Vielleicht gehen noch ein paar Haxen dazu. Aber sie wird sowas wie die Rockstar. Bin ich nimm, bin ich Rockstar, schau mich hoch. Bin ich nimm, bin ich Rockstar. Steh mich da und schau mich hoch in der Bau. Wenn ich weiß, dass ich ob ich schau. Aber dafür sing nur ich die Nähe. Bin ich nimm, bin ich nimm, bin ich Rockstar. Warum nicht? Der macht mich fertig. Dann haben sie vorne so. Weil ich es komme. Kommen Sie mal in 130 Grad. Morgen nicht. Erst wieder. Heute nicht. Das war wieder drin. Film oder Foto? Film. Toll. Das ist wieder gut gemacht jetzt. Jetzt bei kein Traum mit. Achso, ihr trinkt es auch mit. Gibt's mal eine Mutti, der mag. Da schön. Und die steht da voll drauf. Bitten. Beide Hackler, zieh! Jetzt, tun auf. Dann auf, zweiten Fuß. Du musst hier verhacken und zweiten Fuß wirft. Entschuldigung. Ja, ist der neue Hacken. Fertig, machen wir gleich gescheit, oder? Weil zweimal hat es ihn raus. Ja, das war die Hacken auf und Vollgas. Beide Hacken fertig, zieht! Knack, 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 knack! Sauber!
Danach mit Handcreme schicken, natürlich. Ja, mit zum Aufzahlen. Danke! Okay. Schau auf! Hallo? Das möchte ich mir verarschen, oder? Das war perfekt für dich, oder? Nein! Nein! Deine Hacke ist fertig. Zieht! Auf geht's! Oh, sauber! Das war sich als Brunnen irgendwie einfacher. Mit 10 halbe. Also Kirschi und los. Naja. Meine Hackle! Tüt! Seppi! Was ist denn los hier? Was ist denn los? Servus! Servus! Was mag ich? In die Kuche gehen und schauen, wie ich das Ganze hindrehen muss, dass man den Baum sieht. Hin zu mir. Ja, noch ein bisschen hoch. Ja, so ist perfekt. So. Ja, ein bisschen nach außen noch. Jo, ja. So ist gut. Ich bin erst beim Kratzer, aber dann komme ich. Wow. Ja, alle war. Aber dann trinken wir mal was. Ja, cool. Dann kommen wir wieder rein. Ja. Herr German, das ist ja nett, dass du die Musik leiser machst, damit man uns hört, aber das hat schon einen Grund, warum die 90er da auf Vollstoff laufen. Ne? Ja? Dass man uns nicht hört. Es ist ja schließlich fast halb elf. Ja. Immer lacht er, immer lacht. Ich nehme Getränke. Und wenn er immer lacht, dann wäre er geschlacht. Heid und Schlacht. Weil wir haben gleich die Scheißsäcke auf. Du. Wieso haben sie dir eigentlich mit der Jacke da reinlassen? Ich glaube, ich denke, dass sowas nicht gehört hat. Ich will mir nichts weg von dem Bier. Ist dies gut. Thank you.
Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja. Set. Den Stuhl hinstellen. Ja, da ist er. Zum nächsten Werfer, oder? Scheiße! Warum nicht mehr? Den werde ich immer haben. Das ist mein neuer Kumpel. Ja. Nein, wir haben 2011 auch schon gespielt. 39. 17. 25. 25, ja. Wunderbar. Also, ihr müsst jubeln. Plus 15 werde ich. Schreibt einfach Platz 1. Es wird. Ihr kriegt 50er. Vom Schleder, vom Wildbräu, ne? Ja. Ja, das, also wenn es der erste ist, dann trinke ich ein Wildbräu, weil der Wildbräu macht das, macht das 50. Am 25. Das ist der auf Kommando, gell? Jubeln! Auf die Plätze! Fertig! Jubeln! Wunderbar! Ihr habt es geübt, oder? Sepp, danke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und am 25. gehen wir zum Ausbau. Ja, aber den 25. haben wir untereinander schon ausgemacht. Also wir kommen definitiv und ihr seid ja dabei. Ich habe gesagt, 50er bringt das der erste oder der zweite mit einem 30er. Gut, euch. Dann sowieso, wenn wir dann 2,5 Monate feilen. Feilen, ja, das da ich da durch, dann flexen und da hingeht. Du wirst einen kleinen Stück. Oh. Ist da Keil drin bei dir? Ja, wir müssen ja dann rüber, gell? Ja, wie mit dem Keil ist das da? Ja. Nein, haben wir verkehrt da, oder? Jetzt. Butterfing. Faust waren da. Ja. Die haben wir mal den Ding locken, das war spannend. Machen wir es miteinander machen und ansonsten können wir vorne nicht. Die Faust Inniger waren da und haben gemeint, ob wir eine mobile Panzer haben, dass das da so schön so, oder? Runtergeschnitten ist. Das war ein Sonnenfeld, gell? Haben wir alles in der Hand. Ah, ich hab so einen Bärtig ausgelegt. Das ist ja nicht meine Sache da unten. Spannst du, ich halte es noch eine Stunde. Das interessiert gar nichts. Gelegt, wie du alles am Arsch da, hey. Jetzt. Das löscht voll aus, wenn wir uns da gestehen, gell? Ja. Du hast mir fangen da. Ich würde auch sagen, heute machen wir es rechts rum, kommen wir mal hier. Ja. Okay. Ich hab's. Wie nimmst du? Mit Gorschen. Da fehlt ein Dalton. Geht's ja? Und nur sie weiß es. Das geht schneller noch.
zurück, oder? Verhältnis oder irgendwas, ja, haben wir da was, oder? Da mal einfach einen Schluck rein. Das ist ja ein bisschen reinig, was du da hast, oder? Ja, die ist ja nicht wasserverdünnbar. Na, da hat es irgendwie so Verdünner gegeben. Also, ich schütze sagen, oder? Doch. Ja, hallo? Das wird aber, oder? Ja, ah, heute ist gut die Farbe. Ich schau. Warst du wirklich an? Nein, haben wir uns doch gut gezogen. Voll inklusive da. So, wir morgen Teller suppen. Ja, ich mag einen. So, dann gleich mit dem ersten fangen. Wir fangen von der anderen Seite. Ja. Kind, Würstchen sind fertig. Von wem? Von deiner Mama. Aha, hat er gesagt. Aha. Der fotografiert mich. Stimmt nicht. Liebe Felicias! Naja, ich ziehe ein Gefühl irgendwo, es war nicht bei zu nehmen. Geil. Ja, mitgewollt! Was waren denn deine Kollegen Jungburschen? Na, was? Saufer. Saufer jetzt schon. Für alle, ne? Ich finde mal sexy. Wo ist du die? Am 1. Mai vielleicht, kurz vorher, das wäre am besten. Ah ja, stimmt. Ich Späßle gemacht, gell? Warum hast du die BVI angezogen? Was zeichnet die aus? Das, dass er mir ein Loch gehabt hat. Das ist echt geil. Das kommt auch nicht in den Fall. Geht zum Frammer, ne? Nein. Das ist ja das Schlimme. Wenn es zum Frammer geht, hat. Sie hat sich beschwert übrigens, dass unser Baum so eingebaut ist. Den kann man überhaupt nicht. Wer die Frammer? Nein, nicht bloß alle. Und Brunner. Und dann was gesagt. Oh. Ja, weil er so schwer ist. Ja. Oh. Also, wie sie gesagt haben, hat sie beschwert, die haben das gesagt, den kann man nicht stellen, weil der ist bitter. Ja, das macht gar dann soll sie mal zu die Brücke gehen, der ist auf den Diener oben eingesperrt. Echt? Was? Ja, das schon drauf, oder? Immer während sind wir tatsächlich auf 60 im Abstand, gell? Also, sie hat gesagt, nichts in einer 50. Haben wir auch durchgezogen. Sehr gut. Jetzt zu schubsen. Feig, feig, feig. Gut versichert vor 10 oder so. Alter Wolfi, du bist über 30, überleg mal zurück. Wir haben es von mir gemacht, mit Röcke, mit Bauer. Nein. Ist das schon wieder 8 hier? Ja, wir wahrscheinlich eher 10. Wie 10? Ja, das können wir doch alles bekannt vor. Morgen in der Früh, das denken sich wahrscheinlich alle. Ja, wenn der Rossmann vorbeifährt, ach scheiße. Ebersberger Zeitung, Bergmanninger Burschen. Aber ist cool, oder? Rote Schiene. Kommt nicht jeder. Ja, wir machen das genau nach dem Ablauf am 1. Mai. Zuerst das Mühlreiter, dann Ambuspolka, dann Sternanz und dann legen wir alle Sterne
Weg gehen nur mal ein paar Weile ohne Stern ein und stellen uns im Kreis auf. Und dann kommt der Markus seine Rede. Die folgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Grüß euch! Servus! Servus! Nicht filmen, dann sieht man, wer das so scheiße gemein hat. Was gibt's Neues? Trink mal Wasser. Ist irgendwas passiert? Braucht es für den Film, sag aber irgendwas! Was? Dass die Schiene hochgefrühen worden ist. Ja. Was denn? Unsere Rache wird dunkel und grausam. Na? Ist klar. Schon? Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Wieso? Ich
war Mittwoch schon mal da. Hätten sie das gewusst, dass gestern früher war. Tolle Frau. Ja, die bringt auch drei Dorkido an den ganzen Muff. Ganz ist ja auch von dem Weg. Das ja genau. Oh. Vom Ende! Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Türkei-Besuch, Erwartungen an Merkel sind hoch. Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt fällt Entscheidung und deutsche Meisterschaft. Bayern könnten heute den Titel holen. Juhu! War so nicht. Im Studio Marion Kolle. Das merkst du dann schon, wenn es einschlagt, Zettbier. Schmeißen das Ding oder wie? Angegangen, hä? Unter der Notfall im Popopitz. Also, ziemlich genau bis dahin. Also, kriegen kann man bis dahin. Ja, da kann man. Genau. da kann man schon, Robin. Du sagst, der Stutzen geht bis daher. Bis daher. Vor dem Aus oder nach dem Aus, das ist die Frage. Ja, den hol ich mir sowieso noch, aber. Nur da ist ein neuer Test. Aber im Wald, da können wir noch schnell. Also, ja. Das ist auf dem Durchmesser. Ja. Ja, dann machen wir das. Ja, gut, durchlaufen wir hier. Vorne warst du jetzt. Um den Ja, den haben wir gerade rein, den Teil. Morgen! Keine Werkzeug dabei, oder? Hast du wenigstens Handschuhe dabei? Nein, ich hab Trag nicht auf Tali verwechselt. Nein, es gibt schon in der Wieden, da muss die Mittelstütze nicht mehr haben. Da muss man halt dann grüne sparen. Ja, eine schöne Empore. Ich war recht. Du, da kommt der, der gesagt hat, dass es im Sommer losgeht. Ja, genau. Okay. Mei, wir haben gestern die ganze Zeit gelabert. Sommer geht los, Sommer geht los. Ja, und dann hast du gestern gesagt, wie 80 gelangt. Genau. Hey, ich glaube, ich bin halt der Einzige, der heute schon richtig geschwarzt hat. Michi, wie man mir sehr. Einmal mit Händen in die Hosentasche. Ich leite nicht einmal Entschuldigung, weil ich irgendwas müssen. Aber ich kriege Entschuldigung, weil ich es. Hallo, ich bin einfach nur Geht ihr wieder auf, wenn wir die Tür bleiben lassen? Wir haben drei Tage links hier. Da sind 50 Meter vier, oder? Ja. Los, geht los. Los, geht los. Los, geht los. Los, geht los. Der hat auch noch weit. Jetzt machen wir Luft, die Wundertüte. So.
alt. Das gibt's auch kein so. Kein Essen aus der 100 Hütte. Aber hinbeißen wir uns. Ich frage, wie wirst du wieder dabei haben? Nein, gut, das können wir gleich. Alles müssen wir selber sagen. Also, Siegersbrunnen ist da nicht so. Da gehen die Liebe da wart schon alles. Wir warten auch seit einer Viertelstunde. Wir werden dann schon mal vorbeikommen und dann wieder raus. Hey, ist halt da. Ja. Werkzeug haben wir gesagt, ich mach, dass das keine Angst hat davon. Gut, das Werkzeug hat Angst vor uns. Ja, natürlich war es ich. Das hilft mir ja nichts. Ich hab mir gedacht, warum fahren wir jetzt einfach an? Sie haben alle so negativ eingestellt sein müssen, wenn ihr mich seht.
Halt die Fresse! Unglaublich. Den Liter Leberkassini und den Kilo Kaffee, der die müssen essen. Tipps! Was ist das denn? Ja, die Sicherung von dem Scheißteil ist das auch schon. Bitte ausklappen. What are you searching for? Genau nach dem Bitten in der Markenkerne. Michi, du hast es doch gefilmt, wo ist er hingeflogen? Markus, Dori. Ja, gehen aus, du Arschloch, du Dravitz. Muss man erschüssen, oder? Ja. Und der stinkt gleich kaum. Genau, wenn ich vorbeigehe. Ich weiß nicht, wieso der sein Film zusammen und der scheißt mir ins Gesicht. Langsam, weiter. Gut, und langsam ab. Bist du drin, Dani? Was? Da war's ernst. Ja. Alter. Magelgriff. Geht schon. Schau mal. Ja, zum Holzhafen oder Parallel oder hier, natürlich. Hätte. Alter, so über die hübschen Hände, so ein bisschen auf Zeiten, Junge. Habt ihr ihn aufgeweckt? Ja, also aufgeweckt. Körperlich ist er da, alles andere weiß man nicht. Ja, muss man eine Konstruktion haben zusammengerechnet. Du gehst mal nicht mit der Schramm hoch, oder? Ich hab nur eine Runde. Also, lass mal oben. Ja, aus Kessel hier, die war auch ein Universum. Wo war? Orlando, gut zu sehen. Das mach ich nicht, ne? Ja, dann haben wir mit dem Autopunkt getroffen müssen. Was ist der Leute aus der Bahn raus? Ja, wo wir auch noch. Thank you.
Ich bin jetzt auch wach. Ich hätte bei der Hegel gar keine Säfte und keine Töne. Das wird nicht mal. Tun wir jetzt, warten wir jetzt. Juhu! Doppelschlag! Was? So, bitte alle mit dem Check. Das sind ja eure Kleider, das sind ja eure Kleider. Ja, das sind ja 20. Jetzt wird er ein bisschen aufgegeben. Mit der Rudi-Kamera. Wir schießen aus dem Auto raus. Ich darf halt in der Früh. Ja, weil es in der Früh geht. Fangen wir an, ne? Das ist ja leicht. Das ist ja Luft und. Yes, Mann. Was? Ist da schon was drin? Ich hab schon immer schon auf den Hund schauen, was da los macht. Ja, wenn man es klappt hat. Sehen wir gleich. Feuer liegt noch drin. Feuer liegt noch drin. Aber der Schuss war drin. Jetzt wird es einfach. Ja, haben wir noch was? Na ja, links. Brauchst du schon, oder? Wir brauchen noch mal 10. Salto gemacht. Wir brauchen ein Willi-Bach. Du machst weiter, oder? So, jetzt probieren wir das Ganze mit der ganzen Flasche. Boah, das machen wir jetzt den ganzen Tag. Warum das so flacker? Geht auf, wie da ist Wurststand. Da brauchst du. Ist jetzt meinen letzten Schluck Bier, oder was machst du? Hat einer den Griff raus, du, oder ist der weg? Nein, der ist rausgeflogen. Ich habe noch einen Seitenblick. Aber für irgendeinen Schuss noch mal. Aber bloß weiter. Das ist ein Griff und Abflug auf mich. Schick ihn ja wieder. Sauber schwarz. Nein, nicht einmal. Echt? Er war warm. Er ist sauber. Ja, dann müssen wir uns was wissen. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love falls down on me, surround me like
like a waterfall. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Gemeinsam stehen wir jetzt vor Gott. Wir wissen um seine Liebe zu uns und wir bitten ihn darum, dass er uns mit seinem Geist stärken und leiten. Thank you.
Bei Timotheus lesen wir, alles was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird. Es wird geheiligt durch Gottes Wort und das Gebet. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen, von nun an bis in Ewigkeit. So wollen wir beten. Allmächtiger, ewiger Gott, alles was du geschaffen hast, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn wir es mit Dank von deiner Güte entgegennehmen. Es wird geheiligt durch dein Wort und unser Gebet. Dich loben und preisen wir. Dir danken wir für deine Güte. Segne diesen neuen Maibaum, der für die nächsten Jahre unser Dorf verschönern wird. Der Baum, er weist nach oben, er verweist auf Gott. Er steht als Zeichen des Lebens und verbindet Himmel und Erde, Gott und Menschen. Auf einer der Tafeln, die den Baum nach den Aufstellern sehen werden, ist darum auch unsere Pfarrkirche dargestellt. Schütze heute auch besonders die Männer, die nun diesen bearbeiteten Baum nach alter Tradition aufstellen werden. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Und so segne euch alle, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich gebe das Wort weiter an Herrn Heiler. Alles hört auf sein Kommando.
schauen, was wir machen. Jetzt aufpassen! Hoch! Auf! Jetzt gehen wir langsam, gell? Jetzt pressiert's nicht mehr! Ho! Auf! Gut! Jetzt gehen wir mal nur langsam. Nur langsam, nur drin. Das ist ein Schnee. Ja, ja, ja. Fertig. Team, gutes Team, ja. Nein.
das lag nicht an dir. Servus, das ist ein Mist sein. Grüß dich. Schau, die ist ein Mist. Das ist los. You keep smiling, you know the sun is shining. You keep smiling, you know the sun is shining. You keep smiling, you know the sun is shining. You keep smiling, you know the sun is shining. My glasses and tell you how sweet your ass is. So would you jump into my caddy and call me your sweet, sweet daddy? All we need is a mobile phone to tell everybody we are not at home. Burschen feiern mit großer Freude ihr 55-jähriges Gründungsjubiläum. Mit dem reibungslosen Aufstellen des Maibaums ist der erste Akt gut gelungen. Und in der Rückschau merken wir, dass in diesen Jahren seit dem Bestehen des Burschenvereins ein wirklich guter Zusammenhalt gewachsen ist, der sich alle 5 Jahre von Neuem zeigt. Als die Mädel unserer Burschen, als Familie, Freunde, Bekannte und Nachbarn teilen wir heute die Freude mit unseren Burschen und freuen uns auf die festlichen Tage, die wir miteinander feiern dürfen. Zu Ehren unserer verstorbenen Mitglieder und im Namen des Burschenvereins Eckmerings lege ich dieses Blumengebinde nieder. Senkt die Fahnen!
Ich habe mal gleich auf den Zug.
Eckmeringer, liebe Gäste, darf euch nochmal im Namen vom Burschenverein Eckmeringer herzlich zu uns und mit Festzeit in Eckmeringer begrüßen. Wir haben dieses Jahr ausnahmsweise mal zwei Schirmherren, die werde ich gerne als erstes auch begrüßen, unseren Herrn Pfarrer Rodrigofer und unseren Bürgermeister Ernst Eberherr. Genau, dann darf ich dann eben gleich begrüßen den Vertreter von der Schlossbrauerei Max Reif. Alle Vereinsvorstände und ihre Mitglieder, die heute am besten zum Glück gekommen sind. Und natürlich auch unseren Partnerverein als Sieger Krumm. Ja, dann müssen Himmelfahrt und Vater Gott mag es natürlich auch nicht verpassen, dass ich natürlich alle Väter recht herzlich begrüße bei uns im Festzelt. Ja, 55 Jahre Burschenverein, das ist eine lange Zeit. Es ist eine lange Zeit, die mit Sicherheit schon einige Geschichten geschrieben hat. Ich freue mich, dass wir jetzt einfach miteinander fünf Tage das feiern, wenn sie 55 Jahre bestehen und dass sie alle da teilnehmen. Und ja, so ein schönes Fest verlangt auch ab, dass man ein gutes Bier hat. Sie Insel. Jo. So wünsche ich den Burschen schöne Feiertage mit unserer Gesellschaft und am Sonntag gutes Wetter, guten Gottesdienst, guten Festzug und insgesamt einen guten Verlauf des Festes und gleich immer sagen Prost. And then I'm buying, and I know there's no denying.
Oh,
mir kurz Joy. Es hilft nichts, wenn ich mich versteck. Drum gib ich Gas, bis ich verreck. Teil dieser Nacht, selbst für die bleibt stehen. Zeit stäbeln. So schnell geht's. Wahnsinn, Wahnsinn. Erst einmal Respekt an Burschenverein, was die da für ein Fest aufgezogen haben. Das ist super, wenn Leute ehrenamtlich in der Region noch miteinander was aufziehen, dass sie was rührt. Riesenapplaus. Ihr könnt ja sicher sein, dass niemandem was passiert, weil der Burschenverein oder Security-Firma engagiert. Nein, und ich glaube, Eckmatting hat gar nicht selber so viele Einwohner, wie heute da sind, oder? Wir haben sie ja gute 2000, ich weiß gar nicht. Also unser polnische Tochterfirma, die ist jetzt gerade unterwegs, in der Siedlung hinten. Wer noch schnell heimgemächt und Taste aufsperren, ist vielleicht gescheiter. Die richtigen Zutaten dürften in das Bier geraten, nur weil er, der Herzogssohn, das Bier damals hat nicht vertrunken. Entstanden war's Reinheitsgebot, unser bayerisches flüssiges Brot, kein Schafgarn und kein Pilsenkraut. Durfte mehr ins Bier gebraut, nur Hopfer und der Gerstenmalz. Kristallklares Wasser, brauer Stolz, kein Hanf nicht und kein Fingerhut. Sollte in den göttlichen Sud, nur Hopfer und der Gerstenmalz. Kristallklares Wasser, brauer Stolz. Behinderten, die nachher kommen. Ja, die machen auch ein bisschen Angst. Die ersten sind schon da. Nur da. Wir singen Zolling, Assozial, Zolling, International, Olle!
alle Tage und bis in Ewigkeit. Amen. Einst nach seiner Auferstehung seinen Freunden Brot und Fisch bereitet als Zeichen seiner Gegenwart. Heute. Den Städtisch, da haben wir noch das Foto auf ihn machen lassen, wo wir am Donnerstag noch gemacht haben. Da schaust du, glaube ich.
Nein, freut mich riesig. Danke für das Geschenk. Ich weiß auch, wer wahrscheinlich da als Erster drauf ist. Wer wahrscheinlich einer von euch sein? Na super. Vielen Dank an unseren Patenfreund BV Siegersbrunn. Merci euch. Super! Prost!
Also, auf jeden Fall ist es aufgekommen, dass der Olli heute kommt, dass der Olli heute was trinkt. Und dass wir noch nicht geschlafen haben. Und dass du richtig scheiße ausschaust, Markus. Das gut. Ändern wir bis heute auf Nacht. Gut, servus. Ist das Ding auch? Welches Ding? Das Ding ist so. Also, sagen wir das. Ja, wir machen nichts für die Outtakes. Keine Angst. Keine Angst. Nichts für die Outtakes. Hey, Engelchen. Hat das eigentlich wehgetan, als du von dem Möbel auf den Boden gefallen bist? Hey, die kenne ich doch. Von dir habe ich schon mal ein Foto gesehen. Im Lexikon. Kleine über. Boah, ey. Sicherheit zum Arbeitsplatz. Ganz kurz ein Anschluss, wie der aussieht. Ey, Lea, ich hasse das. Schon wieder? Scheiße. Ja, erst gestern Abend gefilmt. Hä? Der Sack voll bei mir vor der Haustür stand. Ich? Also es gibt einen Zwilling von dir. Ich hab von dir in der Haustür. Was? Echt jetzt? Ja. Hat bei dir geklingelt? Nein. Oh, zum Glück, Alter. Hey, was hab ich da gemacht? Einfach umgestanden, alleine. Scheiße gelabert. Alleine? Den Busfahrer gefragt, wo er herkommt. Ich hab alles auf Video. Nein. Nee, oder? Klar. Nein. Geil. Genial. Okay. Michi, du bist der Kind. Der Film ist wieder. Warum habt ihr das jetzt gemacht? Wer? Was überhaupt? Ein Säckler sein Auto zuparkt oder zubaut. Ich hab nicht zuparkt, ich stehe da rechts drin. Ich find's sehr sexy, dass du dich wieder gerade findest. Also, wenn du scheiße noch mal ausfliegen musst, auch noch mal. Das ist so was. Fuck, das Dick. Fuck, das Dick. Naja, das tust du in deinen Film. Oh, geht! Okay. Bike, Ekel, Schickel, dreh, ja, komm! Das ist jetzt schon gescheit. Die Heiter, hab ich dich. Die Heiter. Ich glaube, ich mach jetzt auf dem Weg zum Schwager, hab ich. Oh, die hat nur 3 Stunden. Da aber der Brutale. Ohne Scheiß, da ist mir mein ganz Blut auf einmal in die Hosen reingeschossen. Ey. Ja. Ich will nicht ins Fernsehen! Ja, ich sag nichts mehr. Also, das war ganz nicht. Natürlich, wir wollen keine gestellte Szene. Das ist auch nicht gestellt. Also, wir haben hier nicht absichtlich viele Bierflaschen hingelegt. Weil so sind wir nämlich gar nicht. Aber für den Film tun wir alles. Das hat alles der Heiler gesoffen. Für den Film nehmen wir sogar leere Bierflaschen von unseren Gästen und platzieren sie auf einem Tisch. Das war die Feierabendtruppe. Nein, das war meine. Jetzt war meine. Weißt, das sind ja immer die Beispiele. Und nachher auf dem Film, weil ich hinter der Kamera stehe, na ja, der hat ja eh nichts da. Gell? Wie Blätter herreden. Machst du ein Video? Ja. Ja, von mir schimpfen gerade. Oh, Entschuldigung. Dann müssen wir das rausschneiden. Deswegen, was habt ihr geschimpft? Sagen wir denn, wir brauchen eine lautere Hintergrundmusik, dann passt es auch wieder. Okay, drücken wir hin. Lippi, lass mal fahren. Müssen wir was Brutales sagen? Gestern haben wir mein. Wie nennt man das wieder? Hirn. Ja, mit dem Hirn angestoßen. Wie nennt man das gleich wieder? Aber voll. Sag mal. Aber sau, ich hab mir gedacht, ich muss jetzt zum Nahen. Was pusten wir? Naja, der Buschi drauf gedrückt, ciao. Super. Super. Hoffentlich. Jetzt ist Hosendialekt zu! Ich bin der Bäder und da bin ich daheim.
Schleißig bin ich. Warum? Gestern zu lang und intensiv gefeiert. Okay, mein Rede. Ich war ja eigentlich Fahrer. Bis um 10 Uhr. Dann hat sich's ausgefahren gehabt. Warum? Ja, dann bin ich aufs Dach gestiegen. Fischi, was hast du gesagt? Ich glaube, ich habe das nicht auf der Tonspur. Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Oh, du bist der Büffi, echt. Nirgends kann man Scheiß machen, aber immer diese dämliche Kamera läuft. Ich finde es schön, wenn das einmal festgehalten wird. Dann sieht man, dass ich immer nur ich der Base bin. Mindestens sind drei Szenen der ISO da. Falls das nein schneidet. Hoffentlich nicht. Ah, okay. Wie stehst du da? Ich schreibe jetzt okay, extra. Der Bobby war nicht da, der Bau war nicht. Er war aber einmal kurz da. Ich schreibe jetzt bei der Kurve jetzt kann man, ich schreibe jetzt Kurve extra. War kurz da. Ich schreibe jetzt extra 4.15 Uhr. Kurve verlässt die Wache vorzeitig. Blöde Sau. Das war eigentlich. Kurze Frage, aber wer mir eigentlich die ganze Zeit gefilmt? Was ist das? Alter. Du Wichser! Alter, seid ihr behindert? Wenn du dir das Video anschaust, dann weißt du ganz genau, wer behindert ist. Eier! Ja, der Kirschen nämlich. Warte kurz! Ich muss einen Arbeiter noch. Hey, du tue ich auch nicht drum. Du kannst deinen 1-Stunden-Joker noch ziehen bei deiner Mama, gell? Tu wirklich nicht drum. Der 1-Stunden-Joker. Ich fahre den Schulter noch. Ja, aber ich darf es nicht. Ihr habt keine Eltern, die das entscheiden. Doch. Also, nein, wir haben auch Eltern. Also, Eltern waren noch einfacher als das, was bei uns entscheidet. Ja, jetzt haben wir Frauen. Der Unterschied ist, das bei uns. Wir haben Frauen, die entscheiden das auch. Eltern, wenn die es entscheiden. Nimm mich gleich filmen. Doch, jetzt weiß jeder, dass ich das sage. Also, aber das ist eine wichtige Lektion fürs Leben. Wenn Eltern das sagen, ja, die sagen, du darfst es nicht, du machst es trotzdem, ja, dann sind die vielleicht wieder und so weiter. So okay. Aber, Michi, deine Eltern können nicht leugnen, was denn? Dass du ihr Kind bist. Deine Eule hingegen, die kann sagen, hier, Koffer, hast du Schlüssel? Servus. Und das ist die Gefahr. Oder drum bist du in einer höchst komfortablen Situation. Und mit 15 Jahren sagen deine Eltern, gewiss nicht, du. Ja, servus. Also, von dem her, dir kann überhaupt nichts passieren. Du bist so, bist in einer Art rechtsfreien Raum unterwegs. Jetzt nochmal fürs. Liebe Kamera, lieber Film, lieber DVX-Martin, liebe Zuschauer, die all dies jemals sehen werden, man könnte meinen, das sind jetzt gestellte und unnatürliche Situationen, weil eine Kamera dabei ist, aber leider traurig und wahr. Oder traurig, aber war also auf jeden Fall traurig. Das ist eigentlich. Eigentlich konnte es genauso passieren, wenn keine Kamera dabei ist. Ja. Also, das war echt cool gewesen. Jetzt ist es schon vorbei. Nur mit Solo Ende.